Boom, liebe Freunde! In unseren Kursen, in unseren Coachings gibt es wohl kaum ein Thema, das unsere Teilnehmer häufiger herausfordert und für Kopfschmerzen sorgt, als die liebe Instagram-Bio. Wie sollen wir bitte all das, was uns ausmacht, all das, was uns wirklich charakterisiert, wie sollen wir das in 150 Zeichen gießen? Bevor wir jetzt einfach genervt irgendwas reinschreiben, nur damit wir das Thema halt gemeistert haben, gibt es in diesem Video meine 3-Schritte-Formel für die perfekte Instagram-Bio. Let's go! Erstmal allerdings die Frage, warum ist die Instagram-Bio eigentlich so wichtig? Wenn wir den geilsten Content überhaupt machen, verpufft all dieser wertvolle Traffic, den wir potenziell bekommen könnten, wenn ein neuer Profilbesucher das allererste, was er sieht, und zwar unsere Instagram-Bio, nicht ansprechend findet. Das heißt, unser ganzer Content, ganzes Marketing, alles, was wir machen, versandet direkt wieder, wenn unsere Bio nicht on point ist und demjenigen nicht sofort klar macht, innerhalb von ein paar Sekunden, worum es hier bei uns geht und vor allem, was er davon hat. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Instagram-Bio ist für deinen Lieblingskunden. Wenn ein neuer Lieblingskunde random bei Instagram rumscrollt und dann durch Zufall auf dein Profil kommt oder von einem Kumpel das geschickt bekommt, wenn derjenige draufkommt, muss er innerhalb von ein paar Sekunden feststellen, krass, das ist ja perfekt für mich, das ist ja wie für mich gemacht. Oh mein Gott, hier kann jemand meine Gedanken lesen. Das ist unser Ziel mit unserer Instagram-Bio. Die ist nämlich nicht für uns, sondern für unseren Lieblingskunden. Das heißt, wie cool wir sind, was wir schon alles geschafft haben und so weiter und so fort. Diese Dinge gehören die Instagram-Bio nicht rein, sondern es geht einfach und alleine darum, was müssen wir reinschreiben, damit wir einen neuen Lieblingskunden, der uns aktuell noch nicht kennt, sofort anziehen. Damit er sagt, okay, hier muss ich folgen, hier muss ich mir die Posts durchlesen, hier muss ich mir die Stories anschauen. All die Dinge kommen erst danach. Der wertvolle Content, den wir produzieren, der kommt erst im zweiten Step. Die Instagram-Bio ist quasi so wie die Tür in unsere Welt. Und die Instagram-Bio richtet sich eben auch nicht an Freunde, Familie, irgendwelche random Leute auf Social Media, die nicht unsere Lieblingskunden sind. Das heißt, es passiert sehr, sehr häufig, wenn wir eine Bio kreieren, die extrem on point ist und perfekt auf unseren Lieblingskunden zugeschnitten ist, dass andere Leute das überhaupt gar nicht ansprechend finden oder andere Leute das gar nicht verstehen und dann unsere Mama uns eine Nachricht schickt und sagt, was heißt denn das? Ich verstehe das gar nicht. Kannst du das nicht mal anders formulieren? Nein, unsere Mama ist nicht unsere Lieblingskundin, sondern die Menschen, die wir erreichen wollen, für die müssen wir die Formulierung finden. Das heißt, wenn irgendjemand anderes uns Feedback so, das verstehe ich nicht, das ist gar nicht das, was ich möchte, braucht das überhaupt jemand, das ist ja gar nicht meine Sprache und so weiter und so fort. Dieses ganze Feedback dürfen wir komplett ignorieren, solange die Person nicht einer unserer Lieblingskunden ist, die Menschen, die wir wirklich erreichen möchten, unsere ideale Zielgruppe. Das ist super, super, super wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und ebenfalls dürfen wir uns bewusst machen, dass die Bio nicht dafür da ist, dass wir jemandem Neues, der auf unser Profil kommt, einem neuen Lieblingskunden, dass wir demjenigen direkt aus der Bio ein Produkt verkaufen. Ich sehe das auch häufig, dass dann da direkt drin steht, hier, du kannst mich buchen und ich kann das für dich schaffen und let's go und jetzt hier kaufen und so weiter. Jemand, der neu in unsere Welt kommt, der ist noch nicht ready, dass er direkt irgendetwas kauft. Wir gehen ja auch nicht, wenn wir irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung sind, dann lernen wir jemand Neues kennen und sagen, hi, hier, ich bin der Rob. Übrigens, ne, hier ist meine Karte, da siehst du, was du bei mir buchen kannst. Du kannst auch, hier ist meine PayPal-E-Mail-Adresse drauf, kannst direkt überweisen. Nein, machen wir nicht. Wir kommen erstmal ins Gespräch, verbringen erstmal ein bisschen Zeit miteinander. Und das ist auch das Ziel der Instagram-Bio. Einzig und allein, dass die Person sagt, oh, das ist spannend, das gucke ich mir näher an. Geil, das scheint hier wertvoll für mich sein. Okay, folgen. Stories anschauen, Posts anschauen und so weiter. Dann ist die Person in unserer Welt drin. Und dann später, hinten raus, kommt dann potenzieller Sale. Schauen wir uns das direkt mal am Beispiel an. Und zwar, ich habe mir mal den Simon rausgepickt. Simon ist unser Head Coach im Passion to Business Kurs, der unsere Teilnehmer tatkräftig unterstützt. Simon, großartiger Typ. Und vor allem ist er ein perfektes Beispiel für eine richtig starke Instagram-Bio. Und die schauen wir uns mal an. Oben im ersten Step, im Namen, schreibt er natürlich seinen eigenen Namen rein. Simon Vogt und dahinter seine Jobbezeichnung Gründungscoach, damit potenzieller Lieblingskunde sofort weiß, aha, was bekomme ich denn eigentlich bei Simon? Dann in der nächsten Zeile gibt er noch ein bisschen zusätzliche Credibility, verrät, warum er eigentlich Gründungscoach ist, und zwar, dass er seine eigene Brand Isle of Mind gegründet hat. Und dann steht drin, gemeinsam zu deiner Herzensbusiness-Idee. Denn alles ist bereits in dir, mit Klarheit und Leichtigkeit in die Umsetzung. Und das sezieren wir jetzt mal Schritt für Schritt, welche Step Simon da eigentlich gegangen ist und wie du das übertragen kannst auf deine eigene Situation und auch eine richtig geile Bio bauen kannst, die deine Lieblingskunden sofort in deine Welt hineinzieht. Schritt 0,
das ist optional, aber in Themengebieten, wo es sehr, sehr viele Hobbyblogger gibt, die dort unterwegs sind, sehr, sehr sinnvoll. Und zwar das, was Simon direkt als erstes in seinen Namen gepackt hat, Gründungscoach. Das heißt, reinzuschreiben, für welches Thema man denn eigentlich Coach ist, macht sehr, sehr, sehr viel Sinn, um direkt so eine Abgrenzung zu haben zu all den Leuten, die es so ein bisschen hobbymäßig machen und direkt zu zeigen, hey, wir arbeiten als das, das ist unser Business. Das heißt, wenn es um Ernährung geht, wenn es um Nachhaltigkeit, wenn es um Fitness geht, das sind alles so Themen, wo es sehr viele Leute gibt, die das einfach so on the side machen. Und wenn dann bei uns da oben drin steht Food Coach oder Fitness Coach, dann strahlt das direkt eine ganz andere Credibility aus und optional, das hat Simon im nächsten Step auch noch gemacht, wenn wir noch mehr Credibility brauchen, dadurch, dass er Gründungscoach hat, noch reingeschrieben, dass er sein eigenes Label gegründet hat, um eben zu zeigen, hey, ich habe nicht einfach nur hier ein bisschen theoretisches Wissen, sondern ich habe das direkt in der Praxis für mich selber auch praktiziert. Das ist aber freiwillig, können wir einchecken, ob wir das brauchen und ob wir da was haben, was für uns wirklich unsere Credibility, unsere Glaubwürdigkeit nochmal krass unterstreicht. Ist kein Muss. Dann der erste Schritt, Mehrwert. Und das ist der wichtigste Part. Bei Simon steht drin, gemeinsam zu deiner Herzensbusiness-Idee. Es ist so essentiell, das ist ein Fehler, den ich immer wieder sehe, dass direkt am Anfang der Bio steht, was hat eigentlich jemand von uns? Weil letztendlich, haben wir schon geklärt, es geht in der Bio nicht darum, dass wir irgendwie zeigen, wie cool wir sind, sondern dass der potenzielle Lieblingskunde sagt, okay, das ist genau das, was ich brauche. Das heißt, Simon möchte Menschen anziehen, die gerade auf der Suche nach ihrer eigenen ersten Herzensbusiness-Idee sind. Was will ich eigentlich für ein Business starten? Das mit Leidenschaft, das mit Herz. Was will ich da eigentlich machen? Zack, Simon ist mein Ansprechpartner. Das heißt, das ist die erste Zeile, die ist super essentiell, direkt den Mehrwert kommunizieren. Bei manchen Themen ist es sinnvoll, das quasi auf das Positive zu drehen. Was können wir gemeinsam erschaffen? Was können wir gemeinsam, wo kann ich dich unterstützen bei? Manchmal ist es auch sinnvoll, das auf das Negative zu drehen und zu sagen, hey, weg von XYZ. Endlich das und das hinter dir lassen. Das heißt, da können wir einchecken, was bei unserem Thema stärker zieht, die positive oder die negative Kommunikation, der Fokus auf den positiven Mehrwert oder auf das Problem, was wir lösen und was wir letztendlich vermeiden wollen. Dabei ganz wichtig. Kein Coaching-Slang, keine Begriffe benutzen, die für uns in unserer Bubble total selbstverständlich sind, aber der Lieblingskunde gar nicht weiß, worum es geht. Wenn wir Wörter verwenden, die derjenige gar nicht kennt, haben wir ihn sofort verloren. Weil wir ihn sofort verwirrt haben, er weiß gar nicht, was ist das hier, okay, direkt weg. Das heißt, immer in der Sprache von unserem Lieblingskunden sprechen. Nicht in der Sprache von unserer Mama, nicht in der Sprache von irgendjemand anderen, sondern in der Sprache von unseren Lieblingskunden. Welche Worte würde die Person selbst verwenden, um ihr Problem zu beschreiben. Und genau das darf dann in die Bio. Das heißt, Schritt Nummer 1, Mehrwert. Damit beginnt letztendlich alles. Das saugt denjenigen direkt in unsere Welt, weil er erkennt, okay, hier bin ich richtig. Hier gibt es genau das, was ich gerade brauche. Schritt Nummer 2, und das macht Simon ebenfalls sehr, sehr großartig, einen potenziellen Einwand direkt vorwegnehmen. Etwas, was bei demjenigen, der das gerade liest, im Kopf abgehen könnte, weswegen er direkt sagt, ah nee, ah nicht für mich, ah nicht jetzt. Das heißt, was gibt es für Einwände, die die Person dazu bewegen könnten, obwohl sie den Mehrwert möchten, den wir gerade in Schritt 1 kommuniziert haben, dass sie trotzdem nicht anbeißen? Und zwar, Simon macht das großartig und er sagt, denn alles ist bereits in dir. Bei dem Thema Business aufbauen, insbesondere wenn es darum geht, die eigene Idee, das eigene Thema zu finden, haben sehr, sehr viele Menschen den Glaubenssatz von, oh, ist irgendwo im Außen, ist irgendwie voll kompliziert, ich muss erstmal hier Studio machen und so weiter. Und Simon sagt, nein, es ist die ganze Zeit da, es ist bereits in dir. Und das wiederum gibt ein Gefühl von so, ah, okay, geil, let's go. Das heißt, check mal ein bei deinem Thema, was gibt es für potenzielle Hinderungsgründe, was gibt es für potenzielle Ausreden, was gibt es für Einwände, die die Person haben könnte, dass sie, obwohl sie den Mehrwert erschaffen bekommen möchte, trotzdem nicht am Start ist. Das können solche Dinge sein wie, nehmen wir jetzt mal das Fitnessbeispiel und dann steht im zweiten, ohne dass du viel Zeit brauchst. Oder wenn es ums Thema Ernährung geht, ohne Hungern, ohne Verzicht oder sowas. Wo jemand sagt, okay, geil, abnehmen habe ich Bock, Fitness habe ich Bock, Ernährung habe ich Bock, Nachhaltigkeit habe ich Bock, aber das und das wäre etwas, was mich davon abhalten könnte. Und wenn wir das in der Bio direkt adressieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige wirklich in unsere Welt eintaucht, so viel höher, als dass wir ihn einfach mit dem Einwand im Kopf alleine lassen und er dann sagt, ah nee, okay, und dann ist er wieder weg. Also Schritt Nummer 2, einen Einwand vorwegnehmen. Und Schritt Nummer 3, ein Call to Action. Ich bin ein großer Fan davon, die Instagram-Bio am Ende in so eine aktive Energie zu bringen, in so eine gewisse Aufbruchsstimmung. Bei Simon steht drin, mit Klarheit und Leichtigkeit in die Umsetzung. Und dadurch lese ich das und denke mir so, ja, ich werde direkt so mitgerissen. Ich kann gar nicht anders als so in meinen Gedanken irgendwie festzuhängen, sondern zack, Simon nimmt mich direkt mit, als ob er meine Hand nimmt und mich direkt mitreißt.
Und diesen Call to Action, dieses Hey, let's do this, lasst uns hier gemeinsam was bewirken, lasst uns gemeinsam loslegen, lasst uns gemeinsam den ersten Schritt gehen. So eine Energie ist das, was wir am Ende von unserer Instagram-Bio wollen, um denjenigen direkt mitzunehmen. Das heißt, stell dir die Frage, was kannst du für eine Formulierung finden, dass der Lieblingskunde am Ende sagt, okay, geil, jetzt, let's go. Dass in ihm so ein Gefühl, so ein Ruck kommt, so ein Gefühl von so, jetzt ist die Zeit. Das ist das, was wir am Ende für eine Energie haben wollen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige voll in unsere Welt eintaucht, direkt anfängt, die Posts zu lesen, direkt anfängt, unsere Story zu schauen, die Story-Highlights sich anzugucken, dann ist diese Wahrscheinlichkeit extrem hoch, weil er direkt angezündet wurde. Alright, that's it. Das ist meine 3-Schritte-Formel für den Aufbau deiner perfekten Instagram-Bio. Schritt 0, Coach für XYZ, optional. Schritt 1, den Mehrwert zu kommunizieren. Schritt Nummer 2, einen Einwand vorwegzunehmen. Und Schritt Nummer 3, einen Call to Action setzen, denjenigen mitzunehmen in die Handlung. Ganz wichtig, was hat in der Instagram-Bio nichts verloren? Irgendwelche inflationär verwendeten Buzzwords, Beauty, Travel, Fitness, Lifestyle, irgendwelche Wörter, die immer wieder rumkursieren, die keine emotionale Zugkraft mehr haben. Das heißt, unser Ziel mit der Bio ist nicht nur, dass derjenige vom Kopf versteht, aha, das ist für mich, sondern dass er es emotional fühlt, dass die Worte, die verwendet werden, bei demjenigen so ein Gefühl auslösen von so, ah, so ein Zug, da zieht es mich hin, ich bin emotional gecatcht und deswegen will ich da am Start sein. Ebenfalls nichts verloren, sehe ich auch bei ganz vielen. Der eigene Wohnort, das Alter, wo ich jetzt gerade mich befinde oder sowas. Außer ich bin jetzt ein Travel-Blogger und zeige, wie viel ich rumkomme, sind solche Dinge eigentlich eine Verschwendung von dem wertvollen Platz, den ich zur Verfügung habe. 150 Zeichen sind knapp, da sollte nur das rein, was wirklich, wirklich essentiell ist. Und ebenfalls nichts verloren hat alles, was denjenigen nicht emotional catcht, sondern nur Begrifflichkeiten, die ihn direkt reinsaugen. That's it. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Kreieren deiner eigenen perfekten Instagram-Bio mithilfe meiner 3-Schritte-Formel. Und was mich jetzt mega interessieren würde, wie sieht denn deine Bio eigentlich aus? Geh mal unterhalb in die Kommentare und poste uns deine Instagram-Bio direkt da rein. Gerne natürlich auch mit deinem Instagram-Namen. Dann können die anderen, wenn sie sagen, oh krass, das ist spannend, will ich mehr darüber wissen, direkt natürlich auch dir folgen. Das heißt, da können auch viele potenzielle neue Leute für dich entstehen. Aber vor allem, ich pick mir so ein paar Instagram-Bios raus und gebe dazu ein Feedback. Das heißt, das ist deine Möglichkeit, direkt von mir ein Feedback zu bekommen zu deiner Bio, zu dem, was du kreiert hast. Also geh unterhalb in die Kommentare, kopiere sie einmal rein, schreib deinen Instagram-Namen dazu und dann gebe ich da sehr, sehr gerne meinen Senf dazu. Danke fürs Zuschauen, liebe Grüße aus Bali und viel Spaß mit deiner Instagram-Bio. Let's go!